Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von Nikis. Nach dieser langen Pause kommt jetzt tatsächlich wirklich mal ein neues. Und zwar hatte ich ja diese Idee an sich, diese Videos zu drehen, beziehungsweise eben Calabrien ein bisschen näher vorzustellen über einen Blog, wie gesagt in Verbindung mit den Videos und so weiter, hatte ich schon vor relativ langer Zeit. Ich würde jetzt sagen, glaube ich, ungefähr 2 Jahre ist das her. Und ich habe dann auch direkt angefangen, so ein bisschen Videomaterial zu sammeln sozusagen und war dann auf dem Stromboli. Ich habe den Ausflug Stromboli by Night mitgemacht, der eben beispielsweise von Tropea aus angeboten wird. Und ja, ich habe da so ein bisschen mitgefilmt und wir haben da auch mit der Reiseleitung gesprochen, die euch dann jetzt auch so ein paar Infos an sich zum Stromboli gibt. Und ja, in dem Video bekommt ihr sozusagen so einen kleinen Einblick, was euch bei diesem Ausflug erwarten würde oder erwartet. Vom Stromboli selber, klar, es ist ein aktiver Vulkan. Alle 15 bis 20 Minuten sind da so kleine Eruptionen zu sehen. Wenn man dahin fährt, kann man natürlich nie genau wissen, was einen erwartet oder eben auch nicht, weil es ist immer noch Natur. Ne? Das ist natürlich immer, ich habe es schon in beiden Varianten erlebt, einerseits ein bisschen wolkenverhangen, genau an dem Tag, wo wir nämlich gefahren sind, beziehungsweise auch schon vorher, weil er richtig aktiv war und eben auch Lava runtergelaufen ist. Ja, das nur so eine kleine Einleitung. Ich sage da auch schon ein bisschen was in dem Video, also wundert euch nicht, da sind meiner Meinung nach noch ziemlich viele Äs drin. Ich entschuldige mich jetzt gleich mal an dieser Stelle dafür. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefällt. Mehr Infos gibt es wie immer auf meinem Blog unter www.nikis.de. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Die Fahrt, die war jetzt heute ein bisschen, ich habe sie ja schon 4-mal gemacht und da war es immer ein bisschen angenehmer, zum Stromboli zu fahren, immer ganz entspannt. Und wir haben sogar schon mal Delfine gesehen, heute war es leider nicht so. Heute musste der eine oder andere auch sein Mittagessen wieder in die Tüte spucken, aber das soll ich jetzt nicht davon abhalten, auch unbedingt mal zum Stromboli zu kommen, den ihr jetzt hier schon hinter mir seht. Wie er sich so ganz majestätisch erhebt. Und wir haben auch schon so ein bisschen gesehen, als wir angekommen sind, wie so ein bisschen Rauch oben aus dem Krater aufgestiegen ist. Und ja, wir haben jetzt entschieden, wir gehen jetzt erstmal an den Strand. Der ist hier nämlich ganz aus Lavastein, wenn ich euch das mal so zeigen kann. Ist halt ganz dunkel und schwarz und wir werden uns jetzt gleich erstmal in die Fluten stürzen und so ein bisschen entspannen, ehe wir dann mal hoch in das Dorf gehen. Thank you.
Maria Theresa und wir sind in Stromboli. Stromboli, einer der lebendigsten Berge von Europa. Wieso? Weil Stromboli ist einer der aktivsten Vulkane Europas. Er gehört zu den 7 äolischen Inseln und Stromboli ist aktiv und Vulkano. Der Unterschied zwischen Vulkano und Stromboli ist, dass Vulkano noch halb schläft, 90.000 Jahre alt, und Stromboli 100.000 Jahre alt und ist jede 15-20 Minuten explosiv. Unser Stromboli, der lebendige Berg, wie er genannt wird. Wieso? Weil seine Explosionen, seine Lavafetzen, die rauskommen, meistens fallen diese wieder in den Krater zurück oder sie rollen teilweise runter vom Berg ins Meer. Bis 500 Meter, denken Sie, kann seine Lavafetzen können rausgespuckt werden vom Stromboli. Unser Stromboli, der eine Höhe hat vom Meeresspiegel hoch, hat er 927 Meter, diese Höhe, und unter dem Meeresspiegel noch 1400 Meter. Die Natur ist sehr wild und schroff, sehr, sehr schön. Und denken Sie, dass wir auf den Inseln kein Tropfen Wasser haben. Wie leben die Leute ohne Wasser? Sie werden versorgt natürlich mit Schiffen, die von Neapel, Sizilien, Kalabrien kommen, die das Wasser hierher bringen. Und sie haben Entsalzungsschiffe, die das Wasser vom Meer nehmen, entsalzen und dann durch Schläuche wird dieses Wasser hoch in Zisternen gepumpt. Oder sie haben flache Dächer auf den Häusern. Dort wird im Winter den Regenwasser aufgesammelt. Und auf den Dächern haben sie 4 Löcher, wo sie durch Rohre dieses Wasser unter den Zisternen aufgesammelt wird. Oder die Natur. Nie unter 13 Grad haben wir die Temperatur hier auf den Inseln. Und unter diesem grünen Mantel wird die Feuchtigkeit aufgespeichert durch Bimsstein zum Beispiel. Bimsstein ist ein Lavastein und dieser ist unter dem grünen Mantel hier und saugt die Feuchtigkeit auf und so bleibt alles schön grün. Also meine Gäste, die liparischen Inseln oder äolischen Inseln, wie sie auch sagen, sind sehr, sehr schön. Die Natur ist wirklich ganz, ganz toll. Und unser Stromboli, unser lebendiger Berg, einer der aktivsten Vulkane Europas, der jede 15-20 Minuten sein Feuer spuckt. Also wirklich ganz, ganz toll. Kommen Sie hier zu uns auf den Äolischen Inseln und besonders auf Stromboli. Stromboli, unser lebendiger Berg in Europa. Danke. Auch gegessen haben, aber wir haben es trotzdem festgehalten und ihr habt es ja auch schon gesehen.
Und es war wirklich sehr lecker, da auch in dem Restaurant. Und wir haben halt einen wunderschönen Ausblick dann noch auf den, aufs Meer gehabt, auf den Hafen, auf einige Boote und auch hoch zu der Aussichtsterrasse vom, vom Stromboli sind wir eben auch hochgelaufen, also in San Vincenzo, wo wir hier sind, wo eben auch die Kirche ist. Und ist halt auch ein wunderschöner Spaziergang, den man da hoch machen kann, wo viele kleine Läden sind, wo man ganz unterschiedliche Sachen kaufen kann, Souvenirs, Sachen zum Anziehen, auch viele Sachen, die eben direkt aus dem Lava-Stein gemacht sind. Hier zum Beispiel sind wir jetzt nochmal am Strand und hier ist zum Beispiel jetzt der Sand wirklich richtig, richtig dunkel, schwarz und eben wieder richtig sandig. Und ja, jetzt gleich um 8 geht's los. Jetzt gleich um 8 geht's los, dann müssen wir wieder aufs Schiff drauf und dann fahren wir rüber auf die andere Seite zum Stromboli, wo man eben dann vor dieser Feuerstraße, dieser Charra del Forco anhält, ungefähr Viertelstunde, nee, nicht Viertelstunde, 40 Minuten wurde uns gesagt und wo wir dann eben hoffen, dass wir auch wieder einige Explosionen sehen, die eben dann der Stromboli ausspricht.